So, warte mal, wollen wir mal kurz gucken. Ein Heiler wird geheilt, okay. Ah, Thermolypen, hier müssen wir hin. Okay, alles klar. 34, eine Lebensaufgabe, ja, nein, danke dafür. Sind wir noch viel zu schwach dafür. Und Belager werde ich bei der Kontakt mit dem Kyra Fokus. Ach so, Ei habe ich noch nicht gemacht. Okay, gut, dann würde ich sagen, wo sind wir? Wir sind dort und ja, wir geben uns jetzt einfach mal zum Janus-Treff und werden uns dort die Belohnung abholen und werden eventuell dann gleich schon Stufe 19 erreicht haben. Und ja, erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge uns in den Kult untergeschmuggelt und haben mehr oder weniger erfahren, was deren Ziele sind. Also die benutzen ein Artefakt. Ich bin aber nicht sicher, wofür die das benutzen. Es scheint aber irgendeine sehr große Macht zu beherbergen. Und ja, sie haben eine Waffe, einen Menschen namens Deimos. Und der ist uns sehr bekannt. Denn diese Person ist unser Bruder, Alexios. Also er hat auch den Wurf von der Klippe überlebt. Und er ist ebenfalls auf der Suche nach unserer Mutter, Myrene. Und da haben wir, sag ich mal, ein gemeinsames Ziel. Aber er ist sehr aggressiv. Und ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Satyros, der Vernünftige. Na, wenn er vernünftig wäre, würde er nicht gegen uns kämpfen. So ein bisschen hierhin. Entschuldigung. Du hast mein Leben gerettet. Vielleicht kann ich es eines Tages wieder gut machen. Dudu. Oh, Entschuldigung. 11.000. Ah, ja, 19. Was denn jetzt? 100%. Nee, 100%. 10% mehr Kopfschuss. Das ist natürlich sehr schön. So, Fähigkeiten. Ach Gott. Oh, Feuerbeherrschung. Ja, haben wir das. Tutto. F. Ach Gott. Verdammt. Warte. Moment. Moment. Und zwar Schildbrecher, Schildbrecher. So. Ach ja, also es wäre halt cooler, wenn man wirklich halt zwischen zwei verschiedenen Nahkampfsets wechseln könnte. Das wäre echt cool, weil das nimmt halt schon so den Spielverlauf irgendwie mit. Ja. Du brennst, Junge! Scheiße, helf mir! Oh, verdammt. Okay, dann machen wir mal so weiter. Ha! Sehr schön! Geht doch. Echimus, der Stratege, wäre dann der nächste Söldner. 24. Der Blitz. Aber wen hatten wir? Wir hatten den jetzt hier nicht. Genau. Satyros, der Vernünftige. Satyros war ein wilder Söldner, den viele fürchteten. Er kannte zwei Leidenschaften, das Jagen und das Töten. Merkwürdigerweise behaupteten einige seiner Freunde, er sei auch ein passionierter Blumenzüchter gewesen. Naja. Wo die Liebe hinfällt oder die Leidenschaft. So, jetzt machen wir noch diese Aufgabe. Ja.
Ja, reiten wir vor Boss. Danke. Ja, vor Boss ist mal ein kleines bisschen, ne? Wild. Er weiß manchmal nicht so richtig, was er will. So. Aber ich meine, wir sind doch schon auf einem guten Level, oder? Level 19? Jetzt sind wir ja wirklich hinterher, was das anbelangt. Und ich bin da hinterher. Ihr müsst euch das ja anschauen. Ihr habt ja keine andere Wahl, als mir dabei zuzusehen, wie ich jede Nebenquest. Aber warum ist denn hier Sparta? Warte mal, wir hatten. Hä? Warum ist denn das Sparta-Gebiet? Wir hatten doch eigentlich für Athen gekämpft, oder? Warum ist das jetzt schon wieder. Hä? Hä? Oder haben die wieder einen Angriff gestartet und Athen hat es nicht hinbekommen, Fokus zu halten? Aber es hätten die uns doch angezeigt, oder nicht? Oder habe ich es übersehen, dass Fokus angegriffen wird? Das kann natürlich sein. Ja, renn weg. So. Tut es sehr weh oder nur ein bisschen? Weiß nicht. Ist es eher, als ob ein Bär dich beißt? Oder eine Maus? Wie drei Mäuse. Nein, vier. Ah, also eher wie ein Welpenbiss. Verstanden. Oh, der ist ja nett. Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe. Dann läuft er davon. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Nein, aber mir gefällt dein Behandlungsansatz. Ich bevorzuge Ärzte, die keinen Unsinn reden. Och komm, wir flirten einfach mal mit dem. Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Okay, ich suche die Blätter für dich. Ich bringe dir die Blätter. Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig grau-grün. Vielen Dank. Ein Problem, bedanke dich nicht so früh, mein Freund. Ein Heiler wird geheilt. Okay. Na, gegen Rudelwölfe können wir ja ankommen, nicht? Ja, vielen Dank. Oder Ella. Wie ich jetzt gelernt habe, Ella heißt wahrscheinlich los. Die Frauen sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Das könnte er sein. Haben die mein... Da ist mein Pferd in Ruhe. Fass es nicht. War noch welche. So. Oh, jetzt. Danke. Das sind die Pflanzen, die Lykaon braucht. Oh, machen wir auch noch was? Ja,
Hier haben wir noch was. Es sollten genügend Alraunen sein. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Alraunen. Los. Allerweise schreien die ja eher, ne? Das sieht so schön aus. Würde mich mal interessieren, wie es wirklich zur Sommerzeit aussieht. Wahrscheinlich richtig atemberaubend. Oder zur Frühlingszeit. Hier, ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Ich habe die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lycaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut, ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Okay. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Denke ich auch. Aber irgendwie haben wir mich so geglaubt, ne? Wegen seiner Großmutter. Lycaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Ja, mach das. Das würde ihn bestimmt freuen. Ah, da verheimlich uns bestimmt irgendwas. Ja, nicht wegrennen. Oh. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Lycaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lycaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Ja. Das ist mein Pferd schon wieder hin. Da bist du ja genau, rennen die ganzen Leute um. Kein Problem. Ah, die Frage, warum wurde die Großmutter da keinem guten Stern geboren? Ja, ja, ganz ruhig, Cassandra. Diese Kräuter sind von Lycaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum er diese schöne Frau verschmähen sollte. Ich bin schon erst mein Pferd, ne? Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Meine Großmutter, Praxitea, ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Okay, ich begleite dich. Ja. Ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Tada! Hast du schon viele Menschen getötet? Ja. Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern, hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Oh. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Oh. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Du hast Geld gehört. Was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich... Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war.
nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Ja. Naja, da war der Kult des Kosmos anscheinend auch schon zu der damaligen Zeit aktiv. Ist ganz schön schön unterwegs, ne? Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was hast du denn von mir erwartet? Ständig redest du vom Töten. Die Chance war da und ich nutzte sie. Aber so sollte das nicht passieren. Ich bin für sie verantwortlich, nicht du. Will ich reden? Ein Wunder, dass Apollon sie nicht schon vor langer Zeit niedergestreckt hat. Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. Hier hoch vielleicht? Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lykaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Leicht. Haben wir hier noch irgendwas? Hier. Müssen wir hier rein vielleicht? Können wir hier rein? Nächste Frage. Wow. Entschuldigung, was ist denn jetzt hier? Der Bucklig ist gerade doof, hä? Aber wo ist denn hier? Okay, ich habe hier keinen Teil. Du musst hier hoch, ja, das ist mir schon klar, aber ich. Ach. Kann ich hier hoch? Nee, natürlich nicht. Ja, hä? Was soll denn jetzt hier das letzte sein? Müssen wir das jetzt zerstören? Hä? So, muss mit ihm reden? Ist dir hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja, wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja.
Was haben sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit ihnen anlegen. Warum? Danke für die Warnung. Oh mein Gott. Das war eine Geburt. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Närrin, Lykaon. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Du bist ein Heiler, kein Mörder. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Natürlich. Ich befreie deine Großmutter. Ich suche nach Praxitea. Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Okay. Oh, Tasche des Reisenden. Oh, ja, Entschuldigung. Phobos ist ein kleines bisschen nervös, wenn er um Menschen herum ist. So. Los geht's. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Komm schon, komm. Wo? Ah, warte mal. Habe ich da vielleicht? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut, dann. Ella. Oh, fuck. Ah, oh, fuck. So, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so hinbekommen, vor allem mit drei Luchsen. Oder Luchse. Weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Luchs sein soll. Das muss der Hof sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Ich komme, Praxitea! Ella. Ja. Gehst du hier hoch? Nee, ne? Dann müssen wir zu Fuß gehen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Niemand, der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Oh, mein Kopf wurde entfernt. Wir noch irgendwelche anderen. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Ja. Zeichen des Todes. So geil. Sie. Warte mal. Ja, Messier, befreien wir auch noch. Ich kann es noch nicht glauben. Ich auch nicht.
So. Du hast... Hab Dank, mein Kind. Wir müssen von hier verschwinden. Ja. Könnten noch mehr Banditen kommen? Bitte, lass uns verschwinden. Oh Gott, die tut mir schon ein bisschen leid, ne? Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott. Ach, vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Warum hast du falsche Prophezeiungen gemacht? Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Wer hat dich entführt? Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Mehr muss ich nicht wissen. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Gewalt ist auch keine Lösung. Ich habe oft genug getötet, um zu wissen, dass die Gewalt nie endet. Am besten lässt du los. Und machst das Beste aus dem Leben, das die Götter dir gaben. Loslassen? Aber du sagtest, Praxitea habe deine Familie zerstört. Sie kann nichts Schlimmes mehr tun. Sie aus Rache zu töten, macht ihre Taten nicht ungeschehen. Und überhaupt, hast du mir nicht was von Hoffnung erzählt? Danke für deine Gnade. Ich verspreche, ich werde den Rest meiner Tage Gutes tun. Du hast recht, Cassandra. Ich kann meiner Großmutter vielleicht nicht verzeihen. Jedenfalls nicht sofort. Aber sie kann ihr Leben fortsetzen und ich das meine. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, Lykaon. Oh, wie schaffst du das? Entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wie schaffst du das, Lykaon? So viele Leben hängen von dir ab, von deiner Zuwendung und Behandlung. Ich glaube, ich brauche dich jetzt. Nicht um jemanden zu töten oder etwas zu finden. Okay. Nur um bei mir zu sein. Ich kann sicher noch etwas bei dir bleiben. Ich Komm, wir gehen rein. Bleiben. Doch fürs Erste kann ich mich deine annehmen, Heiler. Oh. Oh Gott. Also Cassandra muss doch schon die ein oder andere Krankheit in sich tragen, oder? Helm der Prophezeiung. Der schlimmste Schnitt. Schön. Dass wir nicht schwanger werden. Obwohl, es war ja auch der erste gerade. Ja, stimmt, es war der erste Mann, den wir jetzt gerade hatten. Ansonsten waren es ja nur Frauen. So, der Bogen. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall. Ansonsten haben wir keine weiteren. Gut, die sind alle noch zu stark für uns. Und die Kultisten. Kultisten enthüllen. Mit den Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf seiner Detailseite enthüllen. Sobald sie enthüllt sind, kannst du die Kultisten auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um noch einen mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Okay. Okay, ich habe alle Hinweise gefunden. Der Kentaur, deine Mine in Euboea. Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe... Guck mal, wie der aussieht! Wie der letzte Dulli, und ich glaube, das war bestimmt der, der auch diesen einen anderen Kultisten hier, wie heißt's, wehgetan hat mit diesem heißen Metall.
Sotera ist in ihrem Lagerhaus in Megaris. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Okay, diesen Megaris, die könnten wir mit eliminieren. Unentdeckter Kultist, die Silberader, die Chimäre führt eine Expedition nach Andros an. Okay. Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Tja, dann können wir auch dein Leben beenden, oder? Midas, der Mann von der Bank, ist in Argos. Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Ja, so sieht er auch aus. So, wen haben wir hier noch? Zeus war der Versteck in einer Bärenhöhle in Malis. Wir herrschen mit Chaos und zerstören, was sich uns in den Weg stellt. Aber woher habe ich denn die ganzen Hinweise? Asterius ist auf dem Gewässer bei Andros unterwegs. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Mann. Okitos der Große ist im Tempel am Kap Sunion stationiert. Der Kampf ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Okay, das sieht schon ein kleines bisschen gut aus. Bilos, die Bestie von Sparta, ist ein Held in der Arena von Pefki. Chaos ist unsere größte Stärke. Den können wir auch schon. Achso, stimmt, Daimos ist die größte Waffe des Kults. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb. Ich finde den so cool. Wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, Alexius als Demos finde ich mit am besten. Andere sagen das von Cassandra, je nachdem mit welchem Geschlecht man gerade den Hauptprotagonisten spielt. Ich muss sagen, bei Demos hat man wirklich... Ich habe Cassandra jetzt auch nur im Englischen gehört. Da weiß ich jetzt nicht, wie die deutsche Synchro ist. Aber im Englischen sowie im Deutschen finde ich Alexius persönlich am besten. So. So, schön. Dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge nach Megaris gehen und werden die Kultistin eliminieren. Ach, die ist gleich hier. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns genau zu den Quellen der Thermolypen und werden dort das eine Fragezeichen mitnehmen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die Xerxes-Buch mal ist. Ja, die könnten wir auch noch mit aufdecken. Da haben wir sogar auch einen Kultisten. Und dann haben wir doch schon, ja, die Karte zu vielleicht 10% aufgedeckt. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden und dass die heutige Folge euch gefallen hat.